In diesem Video zeige ich dir eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Eine Übung, die vielen Schülern von mir in den letzten Jahren wahnsinnig geholfen hat, bessere Golfer zu werden. Eine Übung, die dir beibringt, wie du aufhörst, den Schläger zu löffeln. Eine Übung, die dir zeigt, wie du mit den Chicken Wings aufhörst. Eine Übung, die dir beibringt, den Ball ordentlich zu treffen. Und diese Übung heißt der Mic Drop Drill. Und sieht so aus, und wir werden jetzt ganz genau darüber sprechen. Und das war der Mic Drop. Bleibt dran. Falls du schon ein paar Videos von mir auf diesem Kanal gesehen hast, dann hast du ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein großer Fan bin von Handgelenkstruktur im Golfschwung, Ellbogenstruktur, Körperrotation und mehr. Und bei dem Mic Drop Drill kann ich mit einer Übung einige von diesen Sachen perfekt vereinen. Es gibt für mich vier Sachen, die bei diesem Drill passieren müssen, dass sie effizient sind. Und über die sprechen wir jetzt, wie gesagt. Aber als erstes möchte ich, dass du verstehst, dass der Mic Drop Drill kein Schwung ist, wo wir jetzt voll ausholen und ganz durchschwingen, sondern er spielt sich eher in diesem Bereich hier ab, auf der unteren Hälfte des Golfschwungs. Ein sogenannter 9 bis 3 Uhr Schwung. Wenn das 9 Uhr ist und das ist 3 Uhr, dann versuche ich den Schläger, also der hier wie ein Zifferblatt fungiert, von hier 9 Uhr bis ca. 3 Uhr zu bewegen. Mehr brauche ich nicht, um diese Übung ordentlich zu lernen. Aber es gibt hier ein paar Sachen, auf die du achten musst. Und zwar, als erstes möchte ich, dass du nach dem Schlag hier den größtmöglichen Radius zur Verfügung hast, wie es nur geht. Ich möchte, dass du schaust, dass das Griffende so weit weg ist von dir, wie es nur geht. Dadurch musst du eben die Arme auch strecken. Warum macht man das? Das ist deswegen, weil die besten Ballstriker der Welt mit leicht gebeugten Ellbogen in den Treffmoment reinkommen und dann durch die Treffmomentzone die Ellbogen beginnen zu strecken und der Radius der Hände zum Körper größer wird. Das ist wirklich ein Indiz für einen guten Ballstriker. Bei den Hobbygolfern ist es meist umgekehrt. Viele kommen mit gestreckten Armen in den Ball rein und beugen sie durch die Treffmomentzone durch. Und das ist zum Scheitern verurteilt, führt zu Löffeln, Chicken Wings unter anderem und vielen anderen Problemen. Also das Erste, was wichtig ist, wir wollen das Griffende so weit wie möglich vom Körper weg haben. Das Zweite, was wir beachten wollen, ist, dass die Ellbögen enger werden, das heißt, dass der Abstand der Ellbögen zueinander enger wird durch die Treffmomentphase durch. Bei Hobbygolfern ist das wiederum komplett umgekehrt. Die meisten werden durch die Treffmomentzone mit den Ellbögen weit, was natürlich auch wiederum den Radius verkürzt, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und das führt auch natürlich zu Riesenproblemen. Die Profigolfer wiederum, die kommen hier rein in die Treffmomentzone und beginnen dann enger zu werden. Das ist sicher hier am Schluss, wenn man hier ist, sind die Ellbögen am engsten beieinander. Und das muss man fast ein bisschen, sogar vielleicht ein bisschen forcieren, wenn man das nicht automatisch macht. Das heißt, das schaut dann so aus. Hier. Sehr eng und sehr weit weg, wie gesagt. Das Dritte, worauf du achtest, ist, dass der Schläger, wenn du durchschwingst, ein wenig nach rechts zeigt. Warum soll der Schläger so nach rechts zeigen? Das ist deswegen, weil dann weiß ich hundertprozentig, dass du im Treffmoment mit dem rechten Handgelenk dorsal warst, also nach hinten gebeugt, und mit dem linken gebeugt warst, in diese Richtung, also Palma gebeugt. Und dass du Schaftneigung nach links erreicht hast. Wenn ich jetzt so weitermache und es nicht auflöse, dann wird der Schläger so rauskommen, dass er eben nach rechts zeigt. Passiert das in einem Golfschwung? Eigentlich nicht. Aber das Problem ist, dass die meisten Golfer zu früh das machen und das ist dann das nötige Gegengift, was viele Golfer brauchen, dass sie das mal so richtig übertreiben, dass sie durch die Treffmomentzone mal richtig diese Beugungen halten und dann wird nun mal der Schläger in diese Richtung eben nach rechts zeigen. Wenn man das dann kann, dann möchte man das natürlich dann später mal dann wieder loswerden, weil das gibt dann eben dann hier unten die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber um Struktur zu lernen, ist das eine perfekte Sache. Und die vierte Sache, die wichtig ist, die den Mic Drop Drill den Namen eigentlich gibt, ist, dass man
am Schluss, wenn man hier fertig ist, möchte, dass die Schlagfläche Richtung Boden zeigt. Das heißt, niedriger ist als die Hände. Die Hände sind hier oben, der Schläger ist hier unten und nicht umgekehrt, dass der Schläger schon hinauf zeigt. Und wenn ich das dann richtig mache, alles, alle diese Sachen zusammen und dann den Schläger loslasse, dann möchte ich, dass der Schlägerkopf als erstes aufkommt. Ich möchte, dass der Schlägerkopf als erstes aufkommt und nicht das Griffende. Also das wäre falsch hier. Ja? Warum möchte ich, dass das so hinunter zeigt? Nun, es ist so, dass viele Golfer, während sie hier mit dem Löffeln beschäftigt sind, auch gleichzeitig radial in diese Richtung exzessiv hinaufwinkeln. Und das Problem ist, dass man hier nur ganz eine kurze Phase hier unten hat, wo man den Boden trifft. Ja? Du kannst sehen hier, dass der Schläger nur ganz kurz den Boden berührt, aber sofort wieder weg ist. Wenn ich jetzt es schaffe, dass der Schaft nach links geneigt ist, ja? Wenn ich es schaffe, dass ich die Arme, die Ellbogen strecke, während ich mich hier zurückstrecke, wenn ich es schaffe, dass der Schläger mehr hinunter zeigt und nicht schon hinauf geht, dann bekomme ich hier eine längere, flache Phase hier, auf die ich eine Menge von Golfbälle treffen könnte hier. Also hier könnte ich eine Menge Golfbälle treffen. Da ist auch die Ballposition theoretisch nicht mehr so entscheidend. Jedoch, wenn ich anfange, hier reinzulöffeln und zu winkeln, dann ist das natürlich weg. Und diese Übung hilft mir dabei, diesen langen Flat Spot, wie man im Englischen sagt, oder diese flache Stelle möglichst lang zu halten. Und deswegen brauche ich ein Gefühl, dass der Schlägerkopf mehr hinunter zeigt und nicht zu früh hinaufwinkelt. Einen weiteren Vorteil hat diese Übung, weil wenn ich jetzt den Schläger hier stoppe auf dieser Höhe, dann muss ich auch beginnen, mit meiner Kernmuskulatur im Körper auch etwas Stabilität durchzuführen. Ich kann nicht einfach ja, so richtig durchsacken und zusammenfallen, ja, sondern ich muss auch schauen, dass ich irgendwie eine Art Grundspannung im Körper habe, dass die Core-Muskulatur, wie man so schön sagt, aktiviert ist und dass ich nicht nur so, ja, so lätschert, wie man in Österreich sagt, nach dem Schlag dastehe. Ich muss etwas ja, muskulär bereit sein während des Schwunges. So kannst du dir das vorstellen. Diese Übung, wie gesagt, ist sehr, sehr schwierig, wenn man es das erste Mal macht. Mach sie bitte langsam, mach kurze Aufschwünge. Beende wirklich hier bei der Hälfte. Hände sind höher, Schläger zeigt hinunter. Und mach es einmal langsam, ungefähr so. Bleib stehen. Jetzt kontrollierst du, ist der Schläger so weit weg, wie es geht von mir, wie möglich. Sind die Ellbögen so nah, wie es geht? Nummer 3, zeigt der Schläger nach rechts. Nummer 4, Mic Drop, fällt der Schlägerkopf als erstes am Boden. Wenn du das gemacht hast, all diese 4 Sachen, dann hast du diese Übung ausgeführt. Und ich bin überzeugt, wenn du dann beginnst, das etwas schneller zu machen, im Laufe der Zeit, dass du merken wirst, dass das dein Ballstriking unglaublich verbessern kann. Sollst du dann am Golfplatz so schwingen? Nein, sollst du nicht. Es ist nur eine Übung, dass du eben lernst, wie diese ganze Bewegungskette im übertriebenen Sinne funktioniert. Die Idee ist, dass wenn du diese Übung beherrschst, dass du dir leichter tust, diese Elemente dann für deinen normalen Golfschwung zu übernehmen. Und ich wünsche dir bei dieser Übung viel Spaß. Lass mich bitte unten in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei geht, ob die Übung dir schwer gefallen ist und ob du die Bälle besser triffst. Ja, und wenn du mehr über die Handgelenke im Golfschwung wissen möchtest, dann habe ich hier eine Playlist hier oben über den Handgelenkseinsatz beim Golf. Und da würde ich dich bitten, dass du mal reinschaust, dann wird einiges in diesem Video klarer. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.